Herzlich willkommen quasi zu dem Amüs-Busch zum Morgen, kann man quasi sagen. Es freut mich natürlich sehr, dass ihr dieser morgendlichen Einladung gefolgt seid, auch wenn der Tag wirklich noch sehr frisch ist. Wir haben ja die Alumni-Talks zweimal im Jahr. Das ist die Möglichkeit, dass Dozierende von der Hochschule Luzern, von der sozialen Arbeit, ein aktuelles Projekt oder ein Thema vorstellen, wo wir nachher auch gemeinsam mit euch diskutieren können. Und grundsätzlich ist der Anlass für die Alumni und Alumna von unserem Departement oder von der Hochschule Luzern. Und es freut uns natürlich, dass ihr uns sehr verbunden bleibt. Auch wir sind euch verbunden und wir möchten euch eben gerne regelmässig auch über wichtige Themen aus der sozialen Arbeit aus unserem Departement bedienen. Selbstverständlich sind aber auch alle ganz herzlich willkommen, die nicht oder noch nicht Alumni bei uns sind. Also auch heute haben wir wieder ein ganz interessantes Thema für euch, wie eigentlich immer. Die Hochschule Luzern ist ja im Frühling 2020 wie alle Unternehmen, wie alle Arbeitsorganisationen in der Schweiz und praktisch fast weltweit vom Lockdown infolge von der Pandemie betroffen gesehen. Jetzt liegt zwar der Frühling 2020 doch schon ziemlich in der Vergangenheit und wir sind schon wieder total beschäftigt mit dem, was die Pandemie uns aktuell gerade wieder beschert und die Veränderungen, die gerade wieder laufen. Aber das, was mit dem ersten Lockdown vor anderthalb Jahren, vor bald zwei Jahren, ist ausgelöst worden, ich glaube, das war für uns alle absolut neu gewesen und im Sinne von noch nie da gewesen. Und ihr, auch liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seid wahrscheinlich genauso wie wir auch persönlich und beruflich von diesem Lockdown betroffen gewesen. Von einem Tag auf den anderen hat man sozusagen alles müssen neu organisieren. Wir haben uns neu müssen organisieren. Man ist persönlich und beruflich zurückgeworfen gewesen auf die eigenen vier Wände. Ob das allein dass vier Wände sind, die allein oder mit einer Familie bewohnt werden, ob man zu zweit ist oder in einer WG. Es sind ganz neue Belastungen, neue Konstellationen entstanden, aber auch neue Erkenntnisse und durchaus auch ein paar neue Chancen. In dieser Zeit haben Mitarbeitende von unserem Departement verschiedene Forschungen und Befragungen gemacht, zum Beispiel eine Umfrage bei rund 1'000 Mitarbeitenden und Studierenden an der Hochschule Luzern, und zwar übergreifend in allen Departementen. Es ging um die Frage, gegangen, wie Frauen und Männer mit und ohne Kinder im gleichen Haushalt unterschiedlich von der Situation im Lockdown mit Homeoffice, Homeschooling und allem dem, was noch betroffen hat, sie betroffen gewesen und welche Strategien sie gefunden haben, mit dieser Situation umzugehen. Lucia Lanfranconi, sie ist Dozentin und Projektleiterin im Institut Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention, kurz im ISP. Lucia Lanfranconi war beteiligt an dieser Studie und erzählt heute, berichtet von den Erkenntnissen von dieser Umfrage. Und die Umfrage, die Ergebnisse sind nicht nur für uns als Hochschule relevant, sondern die haben natürlich eine gewisse Ausstrahlung auch, die durchaus interessant und vor allem relevant sind für die ganze Gesellschaft. Wir sind also sehr gespannt. Ich freue mich sehr, Lucia, dich als Referentin dürfen zu begrüßen. Ich glaube, so wie es aufgebaut ist, haben wir nachher noch Zeit für Fragen und Diskussion. Das ist natürlich besonders spannend. Ich werde mich leider müssen spätestens am 4.09. ausklinken, weil wir gerade noch eine Corona-Krisen-Ausschusssitzung haben. Passt ja bestens zum Thema. Simon Grädler, du wirst den Anlass moderieren. Genau. Und euch allen zusammen, oder uns allen zusammen wünsche ich einen guten, spannenden Anlass. Herzlichen Dank. Danke, Dottie. Dann gebe ich das Wort gerade gerne der Lucia, wo du solltest den Bildschirm ja auch teilen, gell? Genau, so. Schnell einrichten. Da. Voilà. Ja, merci vielmals, Dorothee, für die schöne Einführung. Merci vielmals, Simon, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, zu euch zu reden. Und merci vielmals euch allen, sind ihr anwesend zu dieser doch sehr frühen Stunde am Morgen.
Ja, wie du gesagt hast, Dorothee, genau, ich rede schwergewichtig über eine Zeit, die doch schon wieder ein Weile vergangen ist, über den ersten Lockdown. Aber da ich mit dem Thema auch unterdessen schon wieder weitergegangen bin, werde ich dir gegen Ende hin auch noch ein bisschen von weiteren Projekten erzählen, die durchaus in die aktuelle Zeit oder auch in die Zukunft weisen, um das schon ein bisschen vorwegzunehmen. Das Thema, zu dem ich reden darf, und reden wir auf Schweizerdeutsch, Entschuldigung, merke ich gerade. Ist für alle Schweizerdeutsch okay? Das ist noch gut zu klären. Aber ja, jemand Hochdeutsch lieber? Genau. Ist okay für alle? Gut. Dann mache ich es gerade so zur Morgenstunde auf Schweizerdeutsch. Genau, vielleicht switche ich dann auch, weil ich mir doch referieren eigentlich auf Hochdeutsch gewöhnt bin. Genau, aber ich mache doch gerade mal so weiter. Genau, das Thema, zu dem ich berichte, das Oberthema ist Corona und Familie. Und ich habe gedacht, weil es eben so eine frühe Stunde ist, dass wir alle vielleicht ein bisschen verwachen, starte ich mit einem ganz kurzen, ein bisschen lustigen Input zum Thema, mit einem kurzen YouTube-Video, nur etwa rund eine Minute. Und bevor ich nachher zu diesen Studienergebnissen komme, die Dorothee angekündigt hat. Also kurz viel Spass mit dem Video, mit dem Einstieg ins Thema. Geht's nicht? Ich höre den Ton nicht. Ich glaube, du musst, wenn es statisch ist, musst unten links hat so ein Ding, so ein Knöpfchen, wo du kannst Ton irgendwie einschalten oder so. Also wenn du auf dem Bildschirm, wenn du den Bildschirm teilen. Ich glaube, es ist über da Videoeinstellung. Warte schnell. Ah, ja. So, wie es klappt. Und sonst tun wir es uns dann sparen, wenn es nicht klappt. Sagst du nochmal, wo du denkst, sorry, ich habe gemeint. Also bei mir ist es so, wenn du das Fenster siehst, ist es, glaube ich, links unten. Also so, ja, auf der linken Seite unten am Link oder so. Also nicht, wenn du beim Bildschirm freigibst. Doch, dort dann kommt so ein kleines, wo du kannst aktivieren, so ein Feldchen. Ich glaube, es ist links. Das heißt, irgendwie Ton einschalten oder so. Ah, genau, das ist schon. Ah, da, Ton freigeben jetzt. Ja, genau, das ist es. So, länger hat man es. Also, ich gehe nochmal auf den Anfang. Genau, und das ist einfach ein Einstieg zu dem. Ah, warte mal. Schwupp. Also, nochmal, jetzt. Meine Mami macht jetzt einmal pro Woche Homeoffice. Sie sagt, es gebe weniger Verkehr und sei gut für die Umwelt. Mich dünkt das ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Mami, darf ich Töpfe? Hast du nicht gewogen? Produkte aus dem Offenverkauf müssen immer abgewogen werden. Granny Smith ist die Nummer 32. Hast du Cumulus? Nein. Sammelst du Abziehbildchen? Ich finde es schon gut, dass Mami von dir Haus schafft. Manchmal übertreibt sie es ein bisschen. Preiskracher. Zahlt sie heute 20% günstiger. Profitiert von diesem einmaligen Angebot und zweifachen Cumuluspunkten. Der Preiskracher. Frau Bütikofer, Kasse 1 bitte. Frau Bütikofer. Manchmal verstehe ich die Erwachsenen schon nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass der Papi als Strassenbauer nicht auch noch Homeoffice macht. Gut. Das vielleicht ein bisschen ein anderer Einstieg zum Thema, was es eben auch bedeuten kann, Homeoffice in dieser Zeit, wo wir jetzt drinstecken, für die Familie und Familienmitglieder. Ich fange jetzt aber an, so, muss mich da fertig organisieren, jetzt habe ich es dann gut. Ich fange an mit der Studie, die Dorothee angekündigt hat, die auch in der Ausschreibung angekündigt war und möchte euch gerne einen Einblick geben in ein Paper, das wir geschrieben haben zum Thema das gute Leben im Lockdown, Unterschied zwischen Frauen und Männern mit oder ohne Kind im Haushalt während Covid-19 Lockdown 2020, also dem ersten Lockdown im Frühling 2020,
die Befragung an einer, einer Deutsch-Schweizer Hochschule, und das ist eben die HSLU, also das ist da der Titel, wie sie jetzt in der Publikation steht. Das ist eine Publikation, die ich zusammen gemacht habe mit Kolleginnen der Ariana Gebhardt, der Susanne Lischer und der Netke Safi. Und Susanne Lischer und Netke Safi sind eigentlich die beiden, die die Befragung ursprünglich durchgeführt haben und auch konzipiert haben. Also ich muss sagen, dass ich selber an der Befragung dazu mal nicht so stark beteiligt war, aber dann durfte ich mit in die Auswertung gehen. Susanne vor allem hat unterdessen mindestens eine weitere Publikation auch noch gemacht aus diesen Daten. Und ich glaube sicher an einer zweiten dran, die dann auch noch festschaut, wie es den Studierenden gegangen ist während dieser Zeit. Ich selber habe eben den Fokus auf die Situationen, auf die Geschlechterungleichheiten oder Gleichheiten und vor allem auch auf die Situation eben mit den Kindern gelegt. Die Studie, die ich euch präsentiere, die ist eben publiziert in der Zeitschrift Gender. Ich fange an mit dem Hintergrund, dem Ziel und einem analytischen Rahmen und einem empirischen Sample von dieser Studie. Ihr seht hier auf dem Bild mich mit meiner Familie im Hintergrund in meinem Forschungsaufenthalt in den USA, wo ich gerade war in der Zeit, wo der Lockdown tatsächlich war. Ein bisschen als Einstieg ins Thema, dass das ja eben ein Thema ist, das die meisten von uns in der einen oder anderen Art betrifft. Zum Hintergrund. Die Corona-Krise und die Corona-Massnahmen, das wissen wir alle zur Genüge, die schränken die Freiheiten ein. Von dem wissen wir jetzt mehr, als wir dazu mal gedacht haben. Sie schränken Handlungsoptionen von allen einschränken. Im März 2020, etwas, was dazu mal stark aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass Schweizer Unternehmen gerade schon in der Anfangszeit, also wirklich im März 2020, schon für rund 1,9 Millionen erwerbstätige Kurzarbeitsentschädigung beantragt haben. Das sind 37% der Erwerbstätigen, die das betroffen hat. Die Corona-Krise und die Massnahmen gerade ganz am Anfang, die haben aber auch zu weiteren Freiheitseinschränkungen geführt, nämlich vor allem, weil eben die Schulen und Kitas geschlossen worden sind. Und das war so, dass eben in dieser Zeit, ihr erinnert euch wahrscheinlich, vom 16. März bis zum 11. Mai 2020 sind in der Schweiz eigentlich praktisch alle Schulen geschlossen gewesen. Die sind dann sukzessive, teilweise, glaube ich, kantonal ein bisschen unterschiedlich wieder aufgegangen dort Mitte Mai herum. Und eben auch ganz viele Kitas sind geschlossen worden, dort hat es Unterschiede gegeben. Und es hat dann eben ganz rasch auch erste Studien gegeben zu dieser Frage, was heisst jetzt das in Bezug auf Geschlechterungleichheiten. Und die allererste internationale Studie, ich habe mir das eben so gerade im Sommer 2020 angeschaut, die ersten Sachen, die man gefunden hat, die haben klar gezeigt, dass der Effekt durch die Schulschließungen, Kitaschließungen tendenziell zu einer Verstärkung wieder von Geschlechterungleichheiten geführt haben. Also tendenziell von so einer Retraditionalisierung, dass eben Frauen wieder mehr Care-Arbeit übernommen haben, mehr zu den Kindern geschaut haben als die Männer. In der Schweiz ist es so, dass natürlich bereits vor Corona diverse Ungleichheiten nach Geschlecht existieren und auch für Ältere im Vergleich zu Nicht-Älteren. Wir haben immer noch eine relativ traditionelle Geschlechterrolle in der Schweiz im internationalen Vergleich. Wir haben einen sogenannten liberal-konservativen Wohlfahrtsstaat, was ja bedeutet, dass in unserer Gesellschaft, in unserer politischen Ordnung eigentlich traditionelle Geschlechterrollen immer noch eingelagert sind. Wir sind dran, da Veränderungen zu machen, natürlich Schritt für Schritt. Aber tendenziell haben wir immer noch so konservative Rollenbilder, die auch unsere Gesellschaft prägen. Und gerade familienpolitisch traue ich mir an mich zu sagen, dass die Schweiz eigentlich ein Entwicklungsland ist. Die OECD gibt mir da eigentlich recht, die hat gerade kürzlich wieder publiziert, dass die Schweiz eines von diesen Ländern ist, zusammen mit wenigen der Türkei und ein paar anderen eher so ein bisschen südeuropäischen Ländern, wo eigentlich eine von den schlechtesten Rahmenbedingungen für Familien hat. Ein Beispiel, das die OECD aufzeigt, ist, dass in der Schweiz eben Eltern eigentlich den grössten Beitrag zahlen müssen im Verhältnis zu ihrem Einkommen für Kinderkrippen. Also wir haben sicher ein Land, das in dem Sinn nicht extrem viele Leistungen für Familien bereitstellt, auch ganz unabhängig von Corona. Mit meiner Studie habe ich also einen Beitrag leisten zum Verständnis, inwiefern der Corona-Lockdown im Frühling 2020 Geschlechterungleichheiten eher verstärkt hat oder aber auch reduziert hat. Also ich finde es immer spannend, wie Dorothea auch gesagt hat, nicht nur auf die Risiken von so einem Event zu schauen, sondern auch auf Chancen. Ein bisschen konkreter geht es mir darum zu verstehen, wie stark Frauen und Männer mit oder ohne Kind im Lockdown da drin eingeschränkt sind, nach einem guten Leben zu streben. Was meine ich jetzt mit dem guten Leben? Das ist ein Konzept, das ganz divers
gebraucht wird. Es basiert eigentlich ganz ursprünglich auf dem Aristoteles. Ich finde, gut angewendet oder konkreter angewendet ist ein Capability Approach. Und um es ganz allgemein zu sagen, geht es mit dem Konzept darum, dass nach einem guten Leben kann man streben, wenn man eben sein Verhalten so kann wählen kann, wie man will und wenn man möglichst wenig in den Freiheiten eingeschränkt ist. Ich habe mich also konkreter gefragt, ja, wer ist stärker eingeschränkt gewesen in seinen oder ihren Freiheiten in dem Lockdown im Vergleich zu vorher. Also ganz simpel, ihr werdet jetzt sehen, wie ich das abgebrochen habe. Datengrundlage von dem, was ich euch jetzt gerade zeige, jetzt komme ich gerade zu den Resultaten, ist eben die Online-Befragung von etwa 1000 Mitarbeitenden und Studierenden von der Hochschule Luzern, wie es Dorothee gesagt hat, die hat an allen Departementen können durchgeführt werden, von diesen rund 1000 Mitarbeitenden, die wir befragt haben, von diesen rund 1000 Personen, die wir befragt haben, sind etwa 40% Mitarbeitende und etwa 60% Studierende gewesen. Also ein bisschen mehr Studierende. Und das hat mehrere Wellen gegeben. Es war eine tolle Umfrage, eben, die vor allem Susanne und Nedke durchgeführt haben, in mehreren Wellen. Und ich habe eigentlich so wie die ersten Wellen angeschaut, die wirklich in dem Lockdown gewesen sind. Das sind die Daten, habe ich angeschaut, vom 23. April bis zum 21. Mai 2020. Also die Leute, die dort geantwortet haben auf diese Umfrage. Es ist also überhaupt nicht ein repräsentatives Sample jetzt irgendwie für die Schweiz, die wir hier haben. Es ist sicher nicht generalisierbar, meine Ergebnisse auf die Schweizer Weltbevölkerung. Aber ich will es ein bisschen in Kontext stellen und es gibt schon einige Ergebnisse, die sicher auch im Schweizer Trend entsprechen. Man kann umgekehrt sagen, es ist ein relativ homogenes Sample. Wir haben Personen mit ihrer höheren Bildung, das wird hier unten klar. Durch das, dass es eben hochschulnahe Personen sind, die wir befragt haben, hat einen relativ hohen Anteil von Leuten, die auch eine Promotion haben, 5%, 26% haben einen Hochschulabschluss, 31% eine höhere Fachschule oder Berufsbildung, berufliche Grundbildung und 16% ist ihr höchster Abschluss, Maturität oder Abitur, was natürlich Sinn macht, weil eben viele Studierende dabei sind. Eben hier sehen wir, dass das sicher nicht repräsentative Zahlen sind für die Schweiz, aber es ist ein interessantes Sample, das wir hier vor uns haben und natürlich gerade für uns, wo wir hier zusammen sind, sehr ein spannendes Sample, weil es den HSLU-Kontext betrifft. Jetzt, ich musste argumentieren für das Paper, warum ist das interessant, auch gegen aussen. Natürlich, weil es eben ein gleicher institutioneller Kontext, den wir hier haben. Und viele von diesen Personen haben natürlich in dieser Zeit wirklich im Homeoffice gearbeitet oder studiert. Also die sind daheim gewesen in dieser Zeit vom Lockdown. Das ist von dem her ein spannendes Sample, das wir hier vor uns haben. Genau, wie sieht das Sample aus auf die Kategorien, die mich jetzt interessieren? Hier seht ihr die vier Gruppen, nach denen ich die Daten ausgewertet habe. Frauen ohne Kind im Haushalt, HH meint Haushalt, ist die grösste Gruppe, gefolgt von den Männern ohne Kind im Haushalt. Dann haben wir Frauen mit Kind im Haushalt und Männer mit Kind im Haushalt und das ist die kleinste Gruppe. Ihr seht also generell in dieser Umfrage haben mehr kinderlose Personen teilgenommen als Personen mit Kind und das ist wahrscheinlich auch wieder zu erklären, weil es eben viele Studierende sind. Und es haben mehr Frauen als Männer geantwortet auf diese Umfrage. Da kommen meine drei Forschungsfragen ein bisschen abgebrochen, was ich eben da meine mit den Einschränkungen vom guten Leben. Ich habe ganz konkret gesucht, und das war auch aus den Daten herauszuholen, welchen Unterschied zwischen Frauen und Männern mit und ohne Kinder im Haushalt zeigen sich im Lockdown erstens in Bezug auf Verhaltensänderungen. Also inwiefern haben die vier Personengruppen ihr Verhalten müssen anpassen und ändern. Was sind die Unterschiede, die wir gefunden haben in Bezug auf die wahrgenommenen Auswirkungen? Also auch welche Ängste und Sorgen haben die vier Gruppen gehabt in dieser Zeit? Und letztlich, weil wir ja auch in der sozialen Arbeit sind und mich das immer sehr interessiert, was sind die Unterschiede in Bezug auf das Unterstützungssystem? Wo haben die Leute sich gut unterstützt gefühlt und wo haben sie Lücken wahrgenommen? Ich fange an mit der ersten Forschungsfrage mit den Ergebnissen, die wir gefunden haben, so der Unterschied zwischen Frauen und Männern mit und ohne Kind im Haushalt in Bezug auf die Verhaltensveränderungen im Lockdown. Ja, gerade zuerst haben wir die Frage gestellt nach dem Lehren, weil sie eben viele Studierende sind, haben wir uns gefragt, wer hat jetzt mehr oder weniger können lehren, also das Verhalten vom Lehren. Haben wir herausgefunden, dass Personen ohne Kind während dem Lockdown, die haben mehr Zeit ins Lehren investiert, erstens als früher, also im Vergleich zu vorher, vor dem Lockdown und vor allem eben im direkten Vergleich mit Personen mit Kind. Also da sieht man Studierende, die eben kein Kind hatten, haben wahrscheinlich
sogar mehr Zeit gehabt zum Lehren als vor dem Lockdown, weil sie eben die zusätzliche Freiheit gehabt haben. Personen mit Kind haben dann, weil sie wahrscheinlich Kinder gehabt haben, mehr müssen, haben weniger Zeit als normalerweise können ins Lehren investieren. Bei dieser Frage haben wir keinen Unterschied nach Geschlecht gefunden oder nicht einen signifikanten. Ich zeige jetzt immer im Folgenden nur die Ergebnisse, die signifikant gewesen sind. Dann haben wir eine Frage gestellt nach, wer hat mehr oder weniger Zeit für sich selber gehabt. Da haben wir sehr grosse Unterschiede gefunden in allen vier Gruppen. Und zwar, dass Personen ohne Kind während dem Lockdown mehr Zeit für sich selber gehabt haben als sonst, wohingegen Personen mit Kind weniger Zeit für sich selber gehabt haben als sonst. Und da fällt jetzt ein deutlicher Geschlechterunterschied auf. Besonders Frauen mit Kind haben weniger Zeit gehabt. Und umgekehrt, besonders Frauen ohne Kind, die sind aufgefallen als die Gruppe, die am meisten Zeit mehr für sich selber gehabt als normalerweise. Männer sind also so ein bisschen im Mittel gewesen. Das gilt eben, die Tendenz gilt auch für Männer mit oder ohne Kind, aber es ist weniger ausgeprägt. Zu bemerken hier bei dieser Frage nach dieser Zeit für sich selber ist unbedingt noch, dass Zeit für sich selber nicht nur positiv zu bewerten ist, natürlich. Alleinlebende im Lockdown, für die kann natürlich Zeit für sich selber auch Einsamkeit bedeuten und es kann durchaus negativ sein. Aber es ist doch sehr ein signifikanter Zusammenhang gewesen, den wir hier gefunden haben. Ganz signifikante und für mich wichtige Ergebnis ist das hier. Wir haben gefragt, wer hat weniger Zeit für Erwerbsarbeit gehabt wegen Betreuungsverpflichtungen. Da sehen wir natürlich zuerst mal einen riesen Unterschied zwischen Personen mit oder ohne Kind. Also die kein Kind im Haushalt haben, haben praktisch nicht müssen natürlich ihre Arbeitszeiten verändern wegen Betreuungspflichten. Im Vergleich zu denen, die ich hier in den Rotbalken da habe, das sind Frauen mit Kind und Männer mit Kind im Haushalt. Da sehen wir, dass 50% der Frauen mit Kind im Haushalt gesagt haben, einfach, dass sie heigen müssen, dass sie weniger Kapazität für Erwerbsarbeit haben wegen Betreuungsverpflichtungen. Und rund ein Viertel der Männer mit Kind haben das Gleiche gesagt. Also man kann die Grafik unterschiedlich lesen, aber man kann doch auch sagen, dass Frauen mit Kindern im Haushalt im Vergleich zu den Männern mit Kindern im Haushalt doppelt so oft rund haben müssen ihre Kapazität einschränken wegen Betreuungsverpflichtungen. Dann komme ich zu den Unterschieden zwischen Frauen und Männern mit oder ohne Kind im Haushalt in Bezug auf die wahrgenommenen Auswirkungen vom Lockdown. Und da haben wir zum Beispiel gefragt, eben, wer nimmt wahr, dass insgesamt die Arbeitsbelastung steigt. Und da sehen wir wieder in den roten Balken die mit Kind, dass ihre wahrgenommene Arbeitsbelastung deutlich gestiegen ist. Und jetzt da sind Männer viel stärker betroffen als Frauen mit Kind. Also Männer, jetzt fallen da, Männer mit Kind haben da am stärksten wahrgenommen, dass die Arbeitsbelastung gestiegen ist, aber gefolgt von den Frauen mit Kind im Vergleich zu den Männern und Frauen ohne Kind. Wer hat den Wegfall von den sozialen Kontakten besonders stark wahrgenommen oder auch negativ wahrscheinlich wahrgenommen? Auch hier sehen wir wieder in den roten Balken, Personen mit Kind haben signifikant öfter den Wegfall von sozialen Kontakten bereits stark wahrgenommen, negativ wahrgenommen. Und hier wieder die Frauen mit Kind stärker als die Männer mit Kind. Also das bedeutet immer signifikant stärker. Genau, das heisst natürlich nicht, dass Personen ohne Kind nicht auch unter einem Wegfall von sozialen Kontakt gelitten haben, aber einfach signifikant weniger oft. Dann ein spannendes Ergebnis, das ich mir auch nicht ganz genau erklären kann, ist rund um Konflikt. Wer hat mehr Partnerinnenkonflikt, also wirklich mit der Partnerin und dem Partner wahrgenommen? Da sehen wir die Gruppe der Frauen mit Kind haben extremen Anstieg an Partnerinnenkonflikt wahrgenommen. Und interessanterweise eben da, das ist das Ergebnis, das man nicht genau erklären kann, Männer mit Kind im Haushalt ist die Gruppe, die am wenigsten Partnerinnenkonflikt wahrgenommen hat. Da muss man vielleicht einzig dazu sagen, dass das ein relativ kleines Sample ist jetzt da, unsere Männer mit Kind. Das kann allenfalls zufallsgeschuldet sein, aber es ist doch ein relativ extremes Bild. Vielleicht haben wir da Hypothesen dahinter. Es könnte sein, dass in dem ersten Lockdown die Männer mit Kind das auch einfach geschätzt haben, mal ein bisschen mehr daheim zu sein und das ein bisschen positiver eingeschätzt haben, die Situation. Also vielleicht können wir auf das noch zurückkommen. Aber was sicher auffällt in der Grafik, ist natürlich eben der grosse Balken mit den Frauen mit Kind, die scheinbar da sehr viel Konflikt daheim wahrgenommen haben. Dann für mich immer spannend war, dass es in dem Fragebogen nicht nur geschlossene Fragen gegeben hat, sondern auch offene Fragen. Es hat eine Frage gegeben, was für weitere Effekte nehmen die Personen wahr? Da haben 205 Personen geantwortet auf die Frage nach weiteren Effekten, die die Leute spüren. Das sind etwa ein Viertel von allen, die man befragt hat. Und sehr spannend war für mich, dass wir wirklich das qualitativ ausgewertet haben, was ist besonders häufig geäußert worden.
Und dann ist aufgefallen, dass genau die Gruppe der Frauen mit Kindern im Haushalt sehr viel Sorgen geäußert haben um negative Folgen für die eigenen Kinder, psychische, soziale, schulische. Also wenn man sie gefragt hat, was sind die weiteren Folgen, hat es zum Beispiel so gedünnt, das psychische Wohl von meinen Kindern, dass sie keinen Kontakt mehr haben zu Gleichaltrigen, Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule, dass das noch gut gehen kann, auch nach dem Lockdown, dass keine Rückschritte da sind in der schulischen Laufbahn der Kinder. Das ist wirklich aufgefallen, die Sorge, und das ist ja wirklich für mich spannend, dass man die Care-Arbeit ja auch auf Deutsch mit Sorgearbeit übersetzt. Und also wirklich, es ist aufgefallen, dass die Gruppe der Frauen mit Kindern wirklich die Sorge um die Kinder hat sie am meisten umgetan, wenn man sie einfach offen gefragt hat, was sie stört. Und dann, wenn man sonst noch so ein bisschen geschaut hat, was Leute auf diese Frage geantwortet haben, sind es eben doch viele so Streitigkeiten und Probleme innerhalb von Familie, Wohngemeinschaften oder Partnerschaften gewesen. Und da habe ich ein Beispiel, das wäre jetzt eben ein Beispiel von einem Mann mit Kind im Haushalt, der zum Beispiel gesagt hat, seit Beginn des Lockdown und der Selbstisolation ist die Familie 24 Stunden auf engem Raum. Das hat Auswirkungen auf den privaten Freiraum, der fehlt. Das sind so ein bisschen Aussagen gewesen, generell, eben, wo von Frauen und Männern mit und ohne Kind gemacht worden sind. Mehr so ein bisschen auf die Raumsituation, auf die Konfliktsituation betroffen. Genau. Dann kommt die schon zu der dritten Forschungsfrage, die darauf geht, was für Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit oder ohne Kind im Haushalt hat es gegeben in Bezug auf das Unterstützungssystem im Lockdown. Wir haben das gruppiert, wir haben ganz viele Fragen gestellt, aber wir haben es gruppiert nach der Frage, ja, wie ist das Arbeitsumfeld, wie unterstützend war das Arbeitsumfeld gewesen, und dann, wie unterstützend sind Institutionen gewesen, und dann, wie unterstützend war das private Umfeld gewesen. Also so ein bisschen nach dem System vom Welfare Diamond oder von dem Welfare Mix von diesen verschiedenen Sphären. Interessant ist, gerade für die Hochschule, gerade für uns wahrzunehmen, die Unterstützung durchs Arbeitsumfeld, da haben wir eben geclustert, sowohl die vorgesetzten Mitarbeitenden, Kolleginnen, die Hochschule insgesamt. Da hat es keinen Unterschied gegeben in der Wahrnehmung zwischen den vier Gruppen. Die ist bei allen eigentlich relativ hoch bewertet worden, da in dieser Umfrage, die Unterstützung durchs Arbeitsumfeld. Das ist sicher spannend für uns. Anders hat es ausgesehen, wenn wir auf die Institutionen schauen, da haben wir also zusammen geclustert, die Unterstützung durch die Verwaltung, Ärztinnen, Pflegedienst, medizinisch-therapeutische Institutionen, Sozialdienst, Verein, NGOs. Da haben wir gesehen, dass Personen mit Kind sich signifikant schlechter unterstützt gefühlt haben und interessanterweise, dass Männer mit Kind sich signifikant schlechter unterstützt gefühlt haben als Frauen mit Kind von diesen Institutionen. Genau, das zeigt sich so, also da würde jetzt heissen, der höhere Balkenkreis, man hat sich gut unterstützt gefühlt. Wir sehen wieder, dass sich die Frauen ohne Kind eigentlich am besten, am wohlsten gefühlt haben, am wenigsten Lücken gesehen haben in ihrem Versorgungsnetz. Männer ohne Kind ein bisschen weniger. Und dann eben vor allem die Frauen mit Kind. Und da wird quasi die Tabelle im Negativen angeführt von den Männern mit Kind, die sich am schlechtesten unterstützt gefühlt haben in dieser Situation von Institutionen. Ein bisschen anders sieht es aus beim privaten Umfeld. Balken sehen da nicht wahnsinnig weit unterschiedlich aus, aber es ist scheinbar signifikant der Unterschied, dass insgesamt, wenn man eben die beiden Gruppen von Personen mit Kind versus ohne Kind, sieht man auch da wieder, dass sich im privaten Umfeld, also Familie, Partnerinnen, Freundinnen, auch da haben sich Personen mit Kind signifikant schlechter unterstützt gefühlt und da wiederum Frauen mit Kind schlechter als Männer, aber eben nur signifikant schlechter als Frauen mit Kind im Vergleich zu den Frauen ohne Kind. Genau. Also tendenziell da ein bisschen die Frauen schlechter im Vergleich zu der vorher mit den Institutionen, wo sich Männer mit Kind am schlechtesten unterstützt gefühlt haben. Genau. Das ist es eigentlich schon mit den ausgepickten Resultaten zu dieser Studie. Wie gesagt, ich könnte dann nachher noch ein bisschen so zwei, drei weitere Studien, die ich euch noch ganz schnell zeige. Aus dieser Studie hier raus, was sind unsere Schlussfolgerungen gewesen, was ist die Diskussion, die wir bis dahin gezogen haben aus diesen Daten, die ich hier anschauen durfte. Ja, einerseits findet man die Tendenz, die ich am Anfang gesagt habe, die auch internationale Studien gesagt haben, also wir sehen quasi eine Verstärkung von traditionellen Geschlechterrollen im Lockdown. Und zwar vor allem bei der Frage, dass Frauen im Kind mit Kind ihre Arbeitszeit etwa rund doppelt so oft haben müssen reduzieren, um Kind zu betreuen wie Männer oder das gemacht haben. Aber auch zum Beispiel mit dem Ergebnis, dass sich Frauen eben stärker als Männer gesorgt haben um Kind und dass sie auch stärker betroffen waren von fehlender Unterstützung im nahen sozialen Umfeld.
Gleichzeitig sehen wir aber auch sogenannte neue Geschlechtermuster oder vielleicht ein bisschen Chancen für Geschlechtergleichstellung, um es ein bisschen positiv zu formulieren. Also auch Männer mit Kind im Haushalt sind deutlich eingeschränkt gewesen, gerade im direkten Vergleich zu der Gruppe auch von den Männern ohne Kind. Auch Männer mit Kind im Haushalt haben betreut, eben, wenn man es positiv ausdrücken will, auch rund ein Viertel der Männer mit Kind im Haushalt hat ihre Arbeitszeit wegen der Betreuungspflichten reduziert. Und eben zum Beispiel interessant, dass Männer mit Kind deutlich sich schlechter unterstützt gefühlt haben von Institutionen als Frauen mit Kind. Wie kann man da etwas Positives abgewinnen? Ich würde schon sagen, das hat gewisse Chancen, so einen Lockdown, die Zeit, die wir dort erlebt haben, für Geschlechtergleichstellung jetzt auch schon normal basierend auf diesen Ergebnissen. Die Väter haben sich nämlich relativ gesehen, in gewissen Bereichen sogar stärker eingeschränkt gefühlt als die Mütter, haben sich vielleicht teilweise die Erfahrungen der Mütter angenöchert, indem sie eben mit den Kindern jetzt auch näher daheim gewesen sind während dieser Zeit. Das könnte dazu führen, dass sich Männer und Väter auch ein bisschen mehr einsetzen für familienfreundliche Arbeitsbedingungen in Unternehmen und von der Politik. Was wären so ein bisschen Handlungsempfehlungen, die man da ableiten kann? Generell, ich habe es am Anfang gesagt, eben, denke ich, hat die Schweiz ein System von der Familienpolitik, das jetzt im internationalen Vergleich nicht sehr grosszügig ist, wäre das System natürlich unabhängig vom Lockdown, unabhängig von Corona, ein bisschen grosszügiger, hätte das zu anderen Effekten geführt. Also hätten wir generell einen grosszügigeren Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub oder auch einen Elternurlaub, wie es andere europäische Länder kennen, hätten wir mehr generelle Rechte auf Teilzeitarbeit oder Arbeitszeitreduktion bei Betreuungspflichtigen, hat es natürlich tendenziell dazu geführt, dass die Situation ein bisschen entschärft gewesen wäre jetzt während dem Lockdown. Dass nämlich die Eltern sowieso hätten können sich ein bisschen mehr um Kind kümmern. Das wäre ein bisschen weniger heftig wahrscheinlich ausgefallen, als es jetzt ausgefallen ist in der Schweiz. Dann denke ich, dass man für Krisensituationen sich natürlich in Zukunft besser könnte rüsten. Mit diesen Lockdown da hat niemand können rechnen, aber dass man für Zukunft, dass man aus dem aus jetzt eben Learnings zieht für ähnliche Situationen in der Zukunft, dass man sich überlegt, quasi als Schweiz und jetzt nicht nur bottom up, ja, wie wird man umgehen in diesen Situationen mit deren mit Eltern mit und ohne Kind, Mitarbeitenden, zum Beispiel eben bezahlte Urlaubstage für Kinderbetreuung während so einem Lockdown oder eben auch während Quarantäne von Kind, dass man vielleicht allenfalls sogar auf das reagiert, was wir jetzt hier gesehen haben, dass wieder mehr Mütter betreut haben, dass man ein gewisses Anreizsystem auch für Väter macht, zum Beispiel, dass sie daheim bleiben, dass es nicht auch wieder zu einer Retraditionalisierung von Ungleichheiten nachher in Unternehmen kommt, dass nämlich zum Beispiel Frauen dann wieder ein bisschen mehr abwesend sind als Männer, dass man dem entgegenwirken gezielt von der Steuerung her. Genau, denkbar wären auch staatliche Förderung von zum Beispiel betriebsinternen Kitas. Wir wissen unterdessen, dass viele Unternehmen Kitas aus dem Boden gestampft haben, weil eben staatliche Kitas oder andere Kitas zugegangen sind während dieser Zeit, nämlich dort, wo sogenannte Essential Workers einfach haben müssen arbeiten, zum Beispiel in vielen Pflegeinstitutionen. Von dem her wäre es denkbar zukünftig, dass man das besser würde steuern politisch, dass es da ein Konzept dazu gibt, wie man mit diesen Situationen könnte umgehen, natürlich gerade in diesen Bereichen, wo eben Homeoffice zum Beispiel nicht möglich ist. Nachbarschaftsnetzwerk, Hilfe für Kinderbetreuung, dass man das einfach besser planen für die Zukunft. Ja, da wäre ich am Ende von dem ersten Teil und habe gedacht, wir könnten, falls es geht, gerade da Fragen, vielleicht auch Verständnisfragen klären. Und sonst hätte ich einfach noch zwei, drei Folien, um euch schnell zu zeigen, wie ich seit dieser Studie am Thema noch weitergegangen bin. Gibt es gerade direkt Fragen oder wollen wir die Diskussion für den Schluss sparen? Von mir aus ist beides möglich. Also wenn es gerade Fragen gibt, dann bitte euch unmuten und die Frage stellen. Man kann sie auch in den Chat schreiben, aber man kann sie auch gerade stellen. Wir sind ja nicht so eine grosse Runde. Oder wenn wir noch die zwei Folien schauen und dann diskutieren, das ist auch okay. Dorothee, du hast... Ja, ich hatte, vielleicht ist es mir gegangen, wo das ausgeführt hast, aber ich bin jetzt noch einmal drauf gekommen. Am Schluss, wo du gesagt hast, eine der Ergebnisse ist ja, dass Frauen im Verhältnis zu den Männern mehr ihre Arbeitszeit nicht nur eingeschränkt, sondern du hast das Wort also reduziert haben. So jetzt bei uns hat sich das so nicht abgebildet. Also wir haben nicht signifikant jetzt
Frauen gehabt, die ihr das Arbeitspensum reduziert haben. So viel ich weiß, aber ich habe das jetzt nicht ausgewertet, aber so viel ich weiß, ist auch die Überbrückungsmöglichkeiten, die ja der Bund hat angeboten, die zwar administrativ vielleicht aufwendig war, ist nicht überdurchschnittlich genutzt worden. Also, wie muss ich jetzt das zusammenbringen? Heisst das, sie haben ihre Arbeitszeit reduziert einfach für sich und haben irgendwie die Zeit dann irgendwo wieder aufgeschafft oder keine Ahnung? Oder sind das sprichst du hier Reduktionen an, die in dem Sinne auch offizielle Arbeitszeitreduktionen sind, wo man ja nachher wieder muss schauen muss, kann man die irgendwo wieder aufstocken? Das wäre ja immer auch ein bisschen mit einem Risiko vielleicht verbunden. Vielleicht habe ich etwas verpasst, oder das ist. Genau. Ich kann einmal zurückgehen, einfach wie die Frage gestellt wurde, ist genau Kapazitätsänderung aufgrund von Betreuungspflichten, so ist es gestellt gewesen. Also das ist relativ offen, es impliziert sicher nicht nur die offiziellen Pensenänderungen, Anpassungen oder Stellen von diesen Anträgen, die du erwähnt hast, sondern das ist ganz sicher und bei uns kennen wir ja beide dieses Arbeitszeitmodell, das ja ein Jahresarbeitszeitmodell ist. Ich bin ganz sicher so, dass viele Leute da gedacht haben, dass sie einfach halt faktisch weniger haben können arbeiten während dieser Zeit und das dann nachher wieder aufgeholt haben oder sich so organisiert haben oder bin ganz sicher. Ich nehme jetzt an, in unserem Fall jetzt eben, wie jetzt die Mitarbeitenden sich organisiert haben, nehme ich an, dass es viel das gemeint hat. Wir wissen auch, dass natürlich viele Leute, also aus der offenen Teil von dieser Umfrage wissen wir auch, dass ganz viele Leute halt in oben hineingeschafft haben, quasi Nachtarbeit geleistet haben, wie sie am Tag zu den Kindern geschaut haben. Also ich nehme an, das ist eine Reduktion von dieser Arbeitszeit, die man normalerweise gerne würde leisten und eine Verschiebung in vor nach dieser Zeit, also nein, nicht vorher, aber nachher oder quasi nicht mehr den Arbeitstag, wo man sich sonst gewöhnt wäre. Genau. Das denke ich eben auch und Reduktion von der Arbeitszeit, oder das so im Kurzformat tönt das so wie nach offizieller Arbeitszeitreduktion. Ja. Und ich finde, also müssen wir vielleicht einfach noch einmal darüber nachdenken, wie man es genau will, ein bisschen sagen will. Weil der Effekt, den ich auch glaube, man hat verschoben, man hat irgendwie, weiß nicht was, das ist ja ein Belastungsfaktor mehr. Eine Arbeitszeitreduktion, das wäre wenigstens eine klare Sache. Ja. Ja. Aber zu verschieben und immer daran denken und jetzt, wenn mache ich es, das ist ein Belastungsfaktor mehr und ich glaube, da müssen wir vielleicht einfach auch noch Rechnung tragen. Unbedingt. Auch unbedingt. Im Jahr, wenn man es verschiebt, irgendwo ist die Belastung aber gleich da. Unbedingt, ja. Merci vielmals für den Hinweis. Jetzt ziehe ich noch schnell ein bisschen weiter, aber nicht zu lange, damit wir nachher noch ein bisschen weiter können diskutieren können. Finde ich ganz einen ganz wichtigen Punkt, außer jemand will gerade noch etwas dazu sagen. Sorry, ich hoffe, ich habe jetzt niemandem abgeschnitten. Genau, ich habe noch eine kleinere. Also ein Jahr später, jetzt im Frühling 2021, eine Umfrage gemacht bei Unternehmen, die Auswirkungen von der Corona-Pandemie auf ihre Strategien, also eben auf Familienfreundlichkeit in Unternehmen. Das sind so zwei kleinere Umfragen, ein bisschen ad hoc in 32 Unternehmen, aber schlussendlich, wo wir 16 davon in der Zentralschweiz und 16 in Graubünden befragt haben. Und zwar ist da interessant, jetzt bin ich gerade schon eins weiter, Entschuldigung, das ist die erste Folie, die ich wollte zeigen. Also auch in dieser Umfrage sieht man ein bisschen anders. Eben, wir haben hier quasi Leute aus dem Management befragt, von Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Es geht jetzt zu weit, genau in Details zu gehen, aber ich werde euch einfach noch zwei, drei Beispiele zeigen, was wir hier herausgefunden haben. Auch hier haben wir eben herausgefunden, dass Frauen mit Betreuungspflichten besonders betroffen gewesen sind, jetzt in dieser Zeit eben im Lockdown, aber auch bis zu einem Jahr später. Wie gesagt, die Datenerhebung war hier im April 2021. Und wir haben zuerst die Unternehmen gefragt, ob sie haben, was für Herausforderungen sie in dem Unternehmen, in der Organisation gesehen haben. Und dann war interessant, dass eben wenige von diesen Unternehmen tatsächlich haben müssen Mitarbeitende entlassen mussten. Ein paar haben Kurzarbeit eingeführt, aber auch nicht der grosse Teil. Und dann haben wir gefragt, ob die Frauen stärker negativ so betroffen waren von diesen Massnahmen als Männer generell. Und dann hat man herausgefunden, nein, also aus diesen Zahlen, die wir hier sehen, das wären die dritte Balken. Frauen sind nicht spezifisch jetzt schlechter betroffen gewesen von Entlassungen, von Kurzarbeit in diesem kleinen Sample. Aber wenn wir nachher gefragt haben, ob Personen mit Betreuungsverpflichtungen stärker betroffen gewesen sind von den negativen Auswirkungen, da haben wir jetzt die grösseren schwarzen Balken, die ich auch wieder so pink umrahmt habe.
Da sehen wir, dass auch die Unternehmen wahrnehmen, dass es eben für Personen mit Betreuungsverpflichtungen, dass sie sehr viel stärker negativ betroffen gewesen sind. Und wenn wir dann wieder gefragt haben, ob von diesen Personen mit Betreuungsverpflichtungen Frauen oder Mütter mehr als Väter und Männer betroffen gewesen sind, dann haben ganz viele Ja gesagt. Das heisst, aus dem heraus würde man jetzt wieder sagen, es ist nicht per se ein riesiges Geschlechterthema, aber es ist doch ein grosses Thema, dass eben Mütter, Frauen mit Betreuungspflichtigen sehr stark betroffen gewesen sind, jetzt auch von Corona und bis zum einem Jahr später von quasi negativen Herausforderungen der Unternehmen auch ausgesehen. Aber auch in dieser Studie, ich habe einfach die zwei Ergebnisse herausgepickt, haben wir auch wieder positive oder mögliche positive Ergebnisse. Wir haben nämlich die Frage gestellt, ob die Unternehmen das Gefühl haben, dass die Corona-Pandemie allenfalls einen positiven Einfluss wird haben auf die Familienfreundlichkeit von ihrem Unternehmen, von generell den Unternehmen in der Schweiz oder auch, dass sich die Familienpolitik in der Schweiz in eine positive Richtung würde entwickeln. Und besonders optimistisch sind die Unternehmen eigentlich in Bezug auf ihr eigenes Unternehmen. Da haben etwa in beiden Regionen ein guter Drittel, mehr als ein Drittel der Unternehmen gesagt, ja, sie denken, dass die Familienfreundlichkeit von ihrem Unternehmen wird steigen durch die ganze Pandemie. Also das finde ich einfach noch sehr ein spannendes Ergebnis. Da auch noch ganz kurz ein paar qualitative Worte von diesen Manager. Wir haben gefragt, was für Learnings sie ziehen aus der Pandemie. Eben, was sind denn die positiven Learnings, die sie mitnehmen? Und da ist herausgekommen, dass zum Beispiel autonome, selbstorganisierte Teams sich sehr bewährt haben in dieser Corona-Pandemie. Dass sie eben gesehen haben, wie wichtig das ist, dass man familienfreundliche Strukturen hat. Also, dass man, wenn man vorher schon ein familienfreundlicher Arbeitgeber war, dass man dann profitiert hat durch das. Familienfreundlichkeit, Gleichstellungspolitik hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Und eben natürlich Stichwort Homeoffice, ganz klar, das hat sich jetzt etabliert durch die Pandemie und das soll beibehalten werden. Aber ich möchte hier einfach auch zeigen, dass Homeoffice ist einfach auch nur ein Teil von einem Päckchen, was Familienfreundlichkeit kann bedeuten, dass man einfach generell vielleicht auch Arbeitszeiten so anpasst, dass das für Familien möglich ist. Eben in der Pandemie ist vielleicht die Familie näher gerutscht mit dem Homeoffice, mit der Familie, die näher war am Arbeitsplatz. Und eben, das wäre so ein bisschen die Hoffnung von den Unternehmen, die wir hier befragt haben, dass aus dem heraus auch viel Positives kann kommen, im Sinne von, das auch ein bisschen mehr im Blick behalten. Jetzt wirklich die zwei letzten Folien, eine Vorschau, was jetzt gerade wird rauskommen. Am 30. November, das ist nächste Woche, kommt die grosse Befragung raus von mir und der Gesine Fuchs. Das ist jetzt ein repräsentatives Barometer, das wir in der ganzen Schweiz haben durchführen im Auftrag von der Schweizerischen Konferenz für die Gleichstellungsbeauftragten, also wirklich in allen Kantonen repräsentativ, zum Thema bezahlte und unbezahlte Arbeit. Und das sind auch Daten, die wir im April 2021 erhoben haben. Also es ist natürlich auch da, haben wir ganz viele Daten zur Frage, was hat jetzt das Corona für einen Effekt gehabt auf die gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern. Ich darf noch nicht viel vorgreifen, wir müssen dann unbedingt die Resultate anschauen. Sie sind sehr spannend, gerade auch auf die Fragen, die wir jetzt heute diskutiert haben. Das Spannende an diesen Daten ist natürlich, dass wir tiefer gehen können in den Lebenslagen. Wir sehen zum Beispiel die grosse Betroffenheit von Frauen mit Kind, die aber noch zusätzliche Pflegebedürftige im Haushalt haben. Also das kann ich vielleicht vorwegnehmen, dass diese Gruppe noch mal viel stärker betroffen ist, als Notgruppe von Frauen mit Kind. Also da können wir viel tiefer gehen in der Analyse. Unsere Daten zeigen auch, dass gerade die Gruppe der alleinerziehenden Männer sehr stark betroffen war. Also auch nochmal stärker als die Gruppe der alleinerziehenden Frauen jetzt nach diesen Zahlen. Wir sehen natürlich dann auch in diesen Daten wieder Chancen von Corona. Und was politisch sehr relevant ist, die Daten zeigen klar auf, was sich die Bevölkerung eigentlich wünscht in Bezug auf Veränderungen. Auf der Ebene vom Haushalt, was sich die Frauen und Männer würden wünschen im Haushalt, aber auch in den Unternehmen und in der Politik und der Gesellschaft. Und noch ein bisschen weitere Zukunft und zum Bogen schlagen zum Video vom Anfang. Es geht jetzt ein NFP, also vom Nationalfonds, also ein nationales Forschungsprogramm zu Corona in der Gesellschaft, also was für Folgen Corona der Gesellschaft hat und eben auch was für Learnings man kann ziehen für die Zukunft. Und da bin ich jetzt gerade am Denken, das ist wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich fände es eigentlich sehr spannend, die Frage von der Familienfreundlichkeit für alle ins Zentrum zu rücken in so einem Projekt und Chancen, die Lücken, aber auch Good Practice von so familienfreundlichen Massnahmen in Unternehmen ein bisschen
stärker noch zu beleuchten, und zwar idealerweise aus der Sicht der Unternehmen selber, also von der Führung, aber auch von den Mitarbeitenden und, was mich sehr würde interessieren, eben auch von den Familienmitgliedern. Zum Beispiel, wie haben jetzt die Kinder das Wort genommen, die Zeit, wo die Eltern zum Beispiel mehr daheim waren? Was heisst für sie familienfreundliche Massnahmen in Unternehmen im Nachgang von dieser Corona-Pandemie? Das ist so ein bisschen, wo ich gerade am Denken bin. Und damit danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Da wären die verschiedenen Links nochmal zu dem Artikel, den ich präsentiert habe. Ein Referat, das wir auch nachschauen können, das ich eben gegeben habe zu dieser Studie von der Familienfreundlichkeit in der Arbeitswelt, also die Befragung der Unternehmen und zu unserem Barometer, das nächste Woche rauskommt, und zu weiteren Links zum Thema. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Lucia. Und wir haben jetzt noch sicher noch 10 Minuten, Viertelstunde Zeit für Fragen und vielleicht auch Kommentare oder Ergänzungen. Und ich sehe nicht alle Bilder, also dürft euch bitte einfach. Ja, genau, jetzt sehe ich alle. Das ist gut. Aber sonst könnt ihr auch einfach reden. Also, ich habe mir schon etwas durch den Kopf gegangen bei deiner Präsentation, also bei deiner Hauptpräsentation oder von der Studie an der Hochschule Luzern. Und zwar hast du gesagt, dass vor allem Frauen mit Kindern sich eben sehr Sorgen machen, eben um die Zukunft von ihren Kindern, so als Teil quasi von ihrer Care-Aufgabe. Und dass wieder und dass andererseits Männer mit Kindern sich schlechter unterstützt fühlen von den Institutionen. Und ich habe gedacht, könnte das echt sein, dass das wie so ein bisschen, also wie das Gleiche, die gleiche Sorge ist, aber ein bisschen anders ausgedrückt, geschlechtsspezifisch quasi. Also dass vielleicht Männer wie mehr erwarten auch, dass sie von Institutionen auch sollten unterstützt werden und das quasi mehr ja, vielleicht einfordern und dann eben das als schlecht oder ungenügend einschätzen, während Frauen das zum Beispiel gar nicht erwarten und sich aber so im Privaten quasi dann die Sorgen machen. Ich weiss nicht, was denkst du dazu? Ja, finde ich spannende These, durchaus plausibel. hat man durchaus in die Diskussion vom Paper können aufnehmen, wenn es jetzt nicht schon gedruckt wäre. Nein, finde ich durchaus plausibel. Mir ist natürlich ähnlich, also ich habe mir so den Gedanken mit den qualitativen Daten, glaube ich, nicht gemacht, aber ich finde schon, eben, was rauskommt mit dem privat versus institutionell, privat versus öffentlich, also das hat mir schon ein bisschen den Anklang auch schon gegeben in die Richtung, also auch eben ein Stück weit, dass sich einfach die Geschlechterbilder oder Rollen, die wir wahrscheinlich immer noch irgendwo in uns mitnehmen, auch wieder zeigen oder in diesen Krisenmomenten, dass es vielleicht, das, genau wie du sagst, die Erwartungen vom Mann ein bisschen mehr an den öffentlichen Sektor versus von den Frauen an den privaten, oder dass sie sich auch im Alltag da vielleicht dort suchen, oder dass es tatsächlich, also heisst ja nicht nur zu den Erwartungen, sondern dass sie das vielleicht vorher dort mehr gesucht hätten, dass Frauen mehr zu den Nachbarn die Unterstützung würden suchen, versus Männer vielleicht eher dann eben an einer offiziellen Stelle würde gelangen. Ja, durchaus mega spannend. Könnte man so noch weiterdenken. Es kommt jetzt nicht gerade irgendeine Studie in Sinn, wo man es noch anmachen könnte, aber ich denke, es passt zu vielem, was wir so generell wissen zu Geschlechterrollen, jetzt ganz unabhängig von Corona. Ja. Ja. Und das ist sicher eben eins von den Ergebnissen, wo die verschiedenen Studien jetzt zum Thema international darauf hinweisen, eben, dass so gewisse Rollen, wo eh rum sind, jetzt einfach nochmal sichtbarer geworden sind, wieder an so einem Effekt. Ja. Ich bin gerade noch das Buch von Franziska Schutzbacher am also das neueste die Schöpfung der Frauen, und ich denke, das hat viele Aspekte drin, die sehr stark das zum Ausdruck bringen und auch mit dieser Hypothese übereinstimmen. Ich denke, dass ja, wenn wir das genauer untersuchen, würde man wahrscheinlich das so herausfinden. Ja. Also per Stereotyp, per Sozialisation erlernte Care-Bedarf oder Care-Bewusstsein von Frauen, die dann halt mal diskriminiert. Ja. Und von Mann eben nicht umgekehrt. Ich muss jetzt gerade mit der Gesine diskutieren, eben, ob wir an dem, unserem Care-Barometer, der da rauskommt nächste Woche, oder ich schaue es dann nochmal kritisch auf das durch, ob wir dort so Thesen finden, weil das sind echt coole Daten, mit denen man nochmal die
haben wir jetzt einfach mal so deskriptiv ausgewertet und da könnte man jetzt natürlich noch relativ viel so solche Tests machen, wo ich denke, sind jetzt hier eben die HSLO-Daten vielleicht ein bisschen limitierter, aber das müsste es dann nochmal graben, wo man es könnte anbinden. Aber genau, ich denke, also ich sehe es gleich. Merci, Tobias. Also etwas anderes, was ich spannend finde, ist, wir haben ja von Avenir Social zusammen mit der FNW eine Studie mit 4'000 Sozialarbeitenden gemacht in Bezug auf Arbeitsbelastung. Mhm. Dort ist auch erhoben worden, also das Geschlecht einerseits erhoben worden und ob man mit Kind im Haushalt lebt oder nicht. Es ist jetzt nicht so spezifisch natürlich ausgewertet worden. Ich glaube, da würden die Daten vielleicht sogar noch etwas hergeben. Was ich dort einfach spannend finde, jetzt in dem Zusammenhang, dem, was du vorgestellt hast, Lucia, ist, dass wahrscheinlich auch je nachdem, welches Arbeitsumfeld man anschaut, recht anders ist. Also bei den Sozialarbeitenden ist jetzt tendenziell eher so gewesen, dass sogar die Leute, die Kinder also im Haushalt haben, tendenziell eher gesagt haben, dass es weniger belastend gewesen ist. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass bei Sozialarbeitenden relativ wenig Leute im Homeoffice geschafft haben im Verhältnis. Mhm. Und darum könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es dort der Zusammenhang eher gewesen ist, dass die Leute ohne Kind, dass von denen mehr Flexibilität verlangt worden ist, in Bezug auf andere Leute ersetzen, Aufgaben übernehmen und darum in diesem Bereich jetzt vielleicht Belastung von Leuten ohne Kind eher fast zugenommen. Das haben wir auch nicht ganz persönlich erfahren, dass man natürlich selber innerhalb von der Institution mehr Rücksicht genommen hat auf Menschen, die selber Familie haben und wie gesagt hat, ja, ich habe keine Familie, entsprechend kann ich viel flexibler sein und übernehme auch mal etwas und die Menschen, die müssen betreuen, die sind froh darum, oder wenn sie sich um das kümmern. Könnte ich mir noch vorstellen, dass jetzt innerhalb von der sozialen Arbeit das eine Rolle gespielt hat? Also das finde ich spannender Aspekt. Ist das auch ein Teil gewesen von der, weißt du, von der Familienfreundlichkeit jetzt von diesen anderen Unternehmen, also von diesen gemischten Unternehmen in Luzern und Graubünden, ist das auch ein Teil von Familienfreundlichkeit, eben die unterschiedliche quasi Behandlung von Leuten mit und ohne Kinder, von Mitarbeitenden mit und ohne Kinder? Ja, voll. Also merci für die Rückfrage und Tobias, super spannend. Ich kann auch etwas sagen zu dieser Umfrage, aber mir ist jetzt gerade noch ein anderes Setting in Sinn gekommen. Ich habe vor 2 Wochen Diversity Management unterrichtet bei uns an der Schule. Es ist so eine MAS für Führungspersonen im Sozial- und Gesundheitswesen. Das sind also etwa 24 so aus dem mittleren Kader, eben genau aus Play. Also die sind genau im Gesundheitswesen und im Sozialbereich tätig. Und wir haben die Diskussion dort auch geführt. Ich habe ihnen auch ein Teilergebnis präsentiert. Und da haben wir einfach über Arbeitsbedingungen geredet im Sinne einer Diskussion und einer Nichtbefragung. Aber es war sehr, sehr spannend gewesen. Und es ist sehr ähnlich herausgekommen, Tobias, was du gesagt hast, also man hat dann eben genau, es ist super spannend gewesen, zum die Vielfalt gesehen, oder? Auch wenn man eben im einigermaßen neuen Sektor ist mit dem Sozial- und Gesundheitswesen, gewisse haben es geschafft, eben zum Beispiel so etwas wie eine betriebseigene Kita zu machen, weil sie einigermaßen haben können, die Auflagen gleichzeitig erfüllen. Andere haben es wählen, haben es aber nicht geschafft. Und gerade eben dort, wo, ja, andere haben dann recht fest, also recht grosszügig, könnte man sagen, aus Sinn von der Familienfreundlichkeit eben Leute mit Betreuungspflichten freigestellt oder ihnen Zeit gegeben zum Arbeiten. Und das hat aber genau zu der Belastung geführt, die Tobias gesagt hat. Oder? Also ich denke, wegen dem ist es super wichtig, jetzt nicht nur aus einer Familienperspektive, sondern für die Gesamtgesellschaft sich die Fragen zu stellen, weil alle sind betroffen gewesen, eben aus einem unterschiedlichen Mass. Und ich denke, wenn wir eben gerade zukünftig, und ich glaube, für das könnte das NF-Projekt eben sehr spannend sein, wenn wir diese Fragen ins Zentrum rücken und jetzt nochmal schweizweit schaut, wo hat es Best Practice gegeben, welche Unternehmen haben es wie geschafft, diese Effekte auszugleichen, dass nämlich nicht einfach eine Gruppe besonders betroffen gewesen sind, auch wenn es die Älteren, also die Nicht-Älteren da sind. Was hat es für Best Practice gegeben, was könnte man lernen für die Schweiz, oder was müssen wir bereitstellen, Policies an, vielleicht Flexibilisierung zum Beispiel, ich sage jetzt einfach ein Beispiel mit diesen betriebsinternen Kitas, dass man das machen dass man jetzt, also es ist natürlich hochkomplex gewesen, dass man Schutzkonzept Gesundheit kann gewährleisten, dass man natürlich auch eine gewisse Betreuungsqualität für Kinder kann gewährleisten, aber dass man das so runterfahren kann, dass Mitarbeitende hätten können da sein und dass es nicht zu einer kompletten Überbelastung von gewissen Gruppen kommt. Oder ich denke, das wäre das, was ich so daraus rausnehme. Und das ist auch dort ein bisschen rausgekommen, ja, bei dieser Frage, einfach die Unterschiedlichkeit. Ich kann es jetzt nicht einmal ganz genau festmachen bei dieser Befragung Luzern-Graubünden. Ich weiss, also beides hat in einer Podiumsdiskussion gemündet. Das waren so Keynotes, die ich gehalten habe. Und die Umfrage war so wie vor diesen Keynotes gewesen. Und wir hatten ein Podium mit Leuten, eben zum Beispiel, weiss ich, das Paraplegikerzentrum. Jemand von dort war mit mir auf dem Podium gewesen, wo die haben relativ lässige Sachen können implementieren während dieser Zeit, eben so eine betriebsinterne Kita.
Dort habe ich wieder den Eindruck gehabt, die haben es relativ gut können so ausbalancieren. Aber ich denke, es hat wieder, eben jetzt nicht nur mit Branchen zu tun, es hat wahrscheinlich mit Größe von Unternehmen, mit wie man vorher schon unterwegs ist, mit Führungspersonen, die innovative Lösungen haben können suchen und ein gutes Gespür gehabt haben. Also ich glaube, da ist jetzt auch viel zusammengekommen und ich denke, eben dort, ja, das wird wirklich mega spannend, da zu graben und zu vergleichen. Etwas, was ich noch sehr schade finde, ist, dass nicht darüber diskutiert. Also ich habe das am eigenen Leib erfahren. Wir haben das so gemacht während der Pandemie. Während dem Homeoffice ist wie die Erwartung nicht gewesen, dass man die gleiche Leistung erbringt innerhalb von 8 Stunden. Oder man hat, wie gesagt, die Aufgaben verändern sich. Entsprechend kannst du wie, wir haben dann dürfen nur 6 Stunden am Tag arbeiten und trotzdem 8 aufschreiben. Mhm. Und das habe ich gemerkt, hat eine extreme Erleichterung gegeben für einen selber in Bezug auf die Erwartungen. Und was finde ich ein bisschen schade, es wird extrem wenig darüber diskutiert, dass man zum Beispiel die Arbeitswoche generell in der Schweiz könnte reduzieren. Und ich glaube, das wäre jetzt wär ein guter Moment, um das zu machen, eigentlich. Aber ich finde es schade, dass die Diskussion nicht stattfindet, oder? Und die würde so einen Einfluss haben auf so wahnsinnig viele Thematiken, die wir jetzt da darüber geredet haben, wenn man eine 38-Stunden-Woche hätte, nur schon, oder? Und das finde ich ein bisschen schade, persönlich. Ich glaube, das hat einen wahnsinnig starken Effekt. Ja, voll. Also bin ich komplett mit dir. Das wäre auch für mich eine Hoffnung gewesen, eben sowieso. Also ich finde, wie die Hoffnung ist, dass jetzt eine Chance haben, die Themen zu lancieren. Wir haben diese Frage spezifisch drin in dieser Befragung, in dieser Repräsentative, weil das wäre eine Möglichkeit, nachher auch für die kantonalen, lokalen, zum Beispiel Gleichstellungsstellen und Akteurinnen, die Daten dann aufzugreifen. Es ist, glaube ich, leider, ich habe es jetzt auch nicht ganz im Kopf, aber die generelle Arbeitszeitreduktion ist echt, ich staune, wie, also es gibt andere Sachen, wo sich Mehrheiten finden, weißt du, in unseren Daten. Wo politische gewisse Sprengkraft kommen ist, würde ich sagen, wenn man wirklich kann sagen, hey, 60% der Leute würden XY befürworten. Leider glaube ich nicht, die generelle, ja, es ist, können wir gerne weiterführen, die Diskussion, was da müsste passieren, weil ich bin voll bei dir, ja. Vor allem im internationalen Vergleich, oder? Also, ja. Kannst du noch etwas sagen bezüglich der Motivation? Also, ich habe das Gefühl gehabt, nach dem ersten Lockdown ist wie so, hat man das Gefühl gehabt, es gibt wahnsinnig viel Veränderungspotenzial. Und da hat mein persönlicher Eindruck, ist, das ist ein bisschen verflogen, so ein bisschen die Euphorie, so, hey, es wird sich etwas wirklich können ändern. Ich weiß nicht, kannst du aus den Studien, die du jetzt gemacht hast oder so, da noch etwas dazu sagen? Ist die Motivation, ist das wirklich so, dass man jetzt das Gefühl hat, oh, eigentlich kann man eh nichts verändern? Also ganz, ganz, die Studie hinken natürlich immer ein bisschen hinterher. Und ich habe eben die beiden Sachen, die ich gezeigt habe, sind auch wieder ein bisschen hinterher, aber ich müsste wieder ganz fest reinknündeln, was jetzt gerade aktuell rausgekommen ist. Ich glaube, was sicher bleibt oder da ist, ist Homeoffice. Oder ich glaube, Homeoffice, Corona, das wird sich wirklich verändert haben, signifikant vor und nach Corona. Der Digitalisierungsschub, ich denke, dort wird es Effekte haben, die da sind. Die grossen Veränderungen, die wir jetzt, glaube ich, beide daran denken, jein, oder? Also ich glaube schon, eben, also die Umfrage, die ich wirklich, also ich habe mega Freude, es war mega cool gewesen, mich in die Literatur zu vertiefen, so spannende Studien, wirklich halt, wie so weltweit die gleichen Tendenzen gehabt hast, oder zum Beispiel wirklich sokratische Studien, die mega spannend gewesen sind, also viele so Ergebnisse, die wirklich gesagt, also wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber befragt haben, wo eigentlich beide sagen, das muss sich etwas ändern, habe ich schon so im Kopf, aber eben, ich glaube, faktisch dort, wo es Mehrheiten sind, ist der rund um Homeoffice, vielleicht ein bisschen Flexibilisierung von der Arbeitszeit, sicher Flexibilisierung Arbeitsort, so ein neues Denken und dann aber auch ja, mit vielen Fragezeichen denke ich, oder dass es Unternehmen gibt, wo, also jetzt gerade so in Amerika oder so, wo nachher auch Büroräumlichkeit radikal abschaffen und reduzieren, wo dann wieder ganz viele andere Fragen mit sich bringen, mit dem sozialen Austausch und so. Also von dem her Verhalten, nein, also jetzt so ein Gesamtfazit kann ich leider noch nicht und nicht ziehen. Aber also ich finde schon, wir müssen dranbleiben und das probiere ich, finde ich, wenigstens im Narrativ ein bisschen als Chance mitnehmen. Und ich glaube, ein gewisses Potenzial hat es. Und eben schon nur zum Beispiel jetzt NF, also was für Forschungsmittel gesprochen werden, finde ich zum Beispiel auch ein kleines Zeichen, dass es ja nicht einfach soll, das ist jetzt gewesen und jetzt probiert man möglichst schnell zum Alltag zurückzugehen. Ich finde schon, das Thema ist da, es ist politisch da, man will wissen, was hat es für Effekte, was könnte man lernen. Also ich glaube immerhin, das denke ich, müssen wir wie nützen, den Diskurs trotzdem noch ein bisschen aufrechterhalten und probieren, zum Positiven wenden. Aber ja, wir bleiben dran. Das war gerade ein schönes Schlusswort, Lucia. Ich, mit Blick auf die Uhr müssen wir, glaube ich, unsere Diskussion hier in diesem Moment und in diesem Kontext abbrechen. Es war sehr, sehr spannend, dieser Einblick. Danke dir nochmal ganz vielmals für die Präsentation.
Lucia Lanfanconi, und danke euch allen dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und wie gesagt, wir werden das jetzt also die Aufnahme jetzt dann auf die Alumni-Webseite stellen, sodass man es auch nochmal anschauen kann oder jemandem weitergeben, wenn das gewünscht ist. Danke vielmals und ganz schön. Darf ich noch schnell fragen, Lucia, wann kommen die Resultate raus, die du angesprochen hast? Wir haben wirklich 5 Tage, 30. November, 10 Uhr am Morgen. Ich glaube, Medienkommunikation. Danke. Ja, danke dir vielmals. Ja, merci, dir auch. Danke vielmals und einen schönen Tag euch allen. Tschüss. Tschüss zusammen, merci vielmals. Danke.